Wow! Hi Leute, ich bin Tina und heute dreht sich alles um die Einzimmerwohnung von Vanessa. Sie benötigt nämlich dringend Hilfe bei einem Umstyling. Lass uns direkt starten. Hi Tina, schön, dass du da bist. Komm doch rein. Hi Vanessa, ich freue mich. Ich wohne seit kurzem in dieser kleinen Einzimmerwohnung. Die besteht aus einem langen, schmalen Flur. Da habe ich auch meinen Kleiderschrank untergebracht, einem separaten Bad und einem Wohn-Ess-Bereich, in dem eigentlich der Rest des Lebens so passiert. Ich tue mir ein bisschen schwer, das Wohnzimmer einzurichten, damit ich das auch perfekt genutzt habe. Auch durch die ganzen Fenster weiß ich nicht genau, wo ich was platzieren soll. Und deswegen brauche ich dringend die Hilfe von Tina und Westwing. So, der große Umbau hat begonnen und die Jungs vom Delivery Service bauen hinter mir schon mal hier das Bett fleißig auf. Und in so einer kleinen Einzimmerwohnung ist das Wichtigste, dass man möglichst effektiv plant. Schließlich muss hier ja das ganze Leben stattfinden. Und deshalb haben wir uns mit dem Westwing Studio ein tolles Konzept überlegt, was wir jetzt direkt heute umsetzen. Natürlich muss nicht alles gehen. Was Sinn macht, das behalten wir natürlich. Wie zum Beispiel den Tisch hier. Runde Form machen in kleinen Räumen sowieso Sinn. Und der war der Vanessa sehr wichtig. Deswegen bleibt er hier. So, wir haben alles fertig gestylt und ich würde sagen, wir holen direkt die Vanessa rein. Wow! Gefällt's dir? Ja, Wahnsinn, was ihr hier rausgeholt habt. Und auch, also ich muss sagen, gelb hätte ich nie in meinem Leben gewählt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit gelb zu dekorieren, aber das sieht so schön aus. Es strahlt so. Das macht ein ganz anderes Gefühl hier in dem Raum. Vielen Dank, ich bin begeistert. Das freut mich sehr, Vanessa, dass es dir so gut gefällt. Da sehen wir mal wieder, man muss sich auch mal was mit den Farben trauen. Ja, Vanessa, du siehst, in deiner Wohnung hat sich einiges getan. Oh ja. Bevor ich jetzt aber Vanessa ein paar Organisationstipps für ihre Wohnung hier mitgebe, muss ich nochmal Werbung für unser Westwing Studio machen. Denn die haben sich nämlich dieses ganze Raumkonzept hier überlegt. Und wenn ihr auch interessiert seid an so einem 3D-Rendering, dann schaut gerne mal auf der Website vorbei. Den Link für das Studio findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vorhin hattest du ja hier dein Europalettenbett. Das sah zwar sehr cool aus, aber wir haben es ausgetauscht und zwar durch ein Bett mit Stauraum. Mega. Ja, das ist in so kleinen Wohnungen sehr, sehr wichtig, weil du kriegst super viel unten rein. Wir haben hier ganz viele Boxen unter deinem Bett platziert. Da kannst du Pullis, Winterklamotten und Bettzeug alles verstauen. Und es gibt auch bestimmte Falltechniken, mit denen du eben mehr unterkriegst, als wenn du es jetzt einfach nur so reinstopfen würdest. Ja, super cool, weil man hat ja immer dieses große Bettzeug und weiß nie wohin damit. Perfekt, besser geht's gar nicht. Vorhin hattest du hier ja einen provisorischen Nachttisch eher stehen. Wir haben den einmal ausgetauscht durch diesen Container. Der hat hier drei Fächer, da kannst du deine persönlichen Dinge unterbringen. Und eine Nachttischlampe kannst du auch noch draufstellen. Also hast du den Platz wieder optimal genutzt. Du kannst aber auch noch in die Höhe arbeiten, denn die gibt es auch noch in verschiedenen Größen. Das heißt, solltest du noch mal mehr Stauraum brauchen, ist das hier auch kein Problem. Dein großer Heizkörper hier neben dem Bett ist leider relativ unpraktisch immer gewesen. Ja, er nimmt nämlich hier ein bisschen Platz weg. Aber wir haben das praktisch genutzt und haben da ein Magnetregal angebracht. Auch eine super Idee, dass du nochmal Schmuck oder irgendwelche Sonnenbrillen oder sonstiges unterbringen kannst. Ja, super cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da würde ich sagen, öffnen wir mal gemeinsam deine Küche. Wie du siehst du nicht viel. Hier hat sich nicht so viel geändert. Wir haben dir einfach nur noch ein paar Behältnisse hingestellt, um einfach organisierter zu bleiben. Wie zum Beispiel hier durchsichtige Behälter sind immer gut, damit du weißt, was da ist, was du noch auffüllen musst. Oder auch hier für dein Müsli, Haferflocken oder Nudeln. Und das sieht schick aus, ist auch nochmal eine gute Deko und super praktisch. Und ich habe auch noch einen Tipp zu diesen praktischen Schiebetüren, die Vanessa glücklicherweise schon in ihrer Wohnung hat. Ihr könnt, wenn ihr das nicht habt, auch einen Vorhang nehmen. Hier empfehle ich euch synthetische Stoffe, wie zum Beispiel Polyester, weil die sind immer wasserabweisend und halten
sehr, sehr lange. Oder ein Paravan macht auch Sinn an dieser Stelle. Damit kann man auch locker hier einmal mobil die Küche von dem Schlafbereich abtrennen. Und da gibt es super Modelle, auch zum Beispiel mit integrierten Ganzkörperspiegel. Und ja, ist auch super praktisch für so eine kleine Wohnung. Dann setzen wir uns mal auf deine neue Couch. Ja, voll gerne. Ich freue mich voll über die Couch, weil ich dachte immer, hier ist nicht genügend Platz für eine Couch, aber es geht ja doch. Ja, es geht auf jeden Fall. Und da geht noch mehr. Es ist nämlich ein ausklappbares Sofa. Ach, echt? Ja, das würde man im ersten Moment gar nicht glauben, weil es so schmal aussieht. Auch unter anderem durch die filigranen Beine. Mhm. Und filigrane Beine wirken übrigens immer luftiger. Deshalb entscheidet euch gerne für sowas in kleinen Räumen. Und die Ausklappfunktion funktioniert auch ganz easy. Du musst einmal nur die Lehne ein bisschen nach vorne nehmen und nach unten drücken. Und dann kannst du es ganz einfach beziehen. Hier hast du keinen klassischen Couchtisch, sondern diesen Hocker hier mit Stauraumfunktion. Du kannst hier Decken verstauen oder Kissen, aber es ist natürlich auch eine Sitzfläche für deine Gäste. Und wir haben in dem Fall jetzt ein Tablett draufgestellt, also hast du damit auch die perfekte Ablagefläche. So, hier ist deine Essecke, Vanessa. Und vielleicht fällt dir schon auf, dass wir deinen Tisch behalten haben. Ja, das freut mich auch voll, weil ich habe da auch echt viel Arbeit reingesteckt, den angestrichen, ein bisschen auf shabby gemacht und ich mag den eigentlich recht gern, deswegen freut es mich voll, dass der bleiben darf. Ja, uns hat der auch super gefallen und was auch super in diese kleinen Wohnungen passt, sind eben runde Formen. Das wirkt immer viel kommunikativer und außerdem haben dann auch zur Not mal 3 Leute hier Platz, wenn man den in die Mitte stellt, vielleicht sogar 4 Leute. Ja, deine Bilderleiste haben wir auch dran gelassen, nur ein paar Bilder weggenommen, damit das Ganze ein bisschen ruhiger wirkt, aber farblich immer noch hier ins Raumkonzept passt. Sieht gut aus. Sehr schön, freut mich, dass es dir gefällt. Und auch bei den Stühlen habe ich noch einen Tipp für dich. Wir haben deine jetzt hier ausgetauscht. Um das Ganze wohnlicher zu machen, haben wir hier Bouclé-Stoff gewählt. Ist super gemütlich. Und auch nochmal ein Tipp von mir. Stühle ohne Armlehne sind einfach platzsparender. Deshalb greift darauf zurück, wenn ihr eine kleinere Wohnung habt. Und auch bei einem runden Tisch kann ich euch empfehlen, wenn ihr die Auswahl habt, nur ein Standbein zu benutzen, dann hat man auch hier mehr Beinfreiheit. Aber mit 4 Standbeinen ist es auch okay. Ja, Vanessa, hier haben wir dir eine Kommode hingestellt. Du hast ja schon deinen großen Schrank hier im Flur. Als Erweiterung hast du hier nochmal zusätzlichen Stauraum jetzt in den 3 Schubladen. Aber du kannst es auch als Dekofläche nutzen. Wir haben hier zum Beispiel mit Tablebooks, einer schönen Schale und ein paar Kerzen und Bildern dekoriert. Also da kannst du auch deiner Kreativität freien Lauf lassen. Richtig coole Idee. Ich habe mich nie getraut, hier einen Schrank oder eine Kommode zu platzieren, weil da ja die Tür vom Bad aufgeht. Und da dachte ich mir, vielleicht ist es so zu knapp und zu eng, aber es sieht einfach nur wunderschön aus. Tina, vielen, vielen Dank. Ich bin so begeistert. Ich weiß gar nicht, wie ihr das hier aus meiner Wohnung zaubern konntet. Ich freue mich einfach total. Dankeschön. Mich freut es auch sehr, dass es dir gefällt. Und wenn euch der Look genauso gut gefällt wie Vanessa, dann könnt ihr die Produkte natürlich wie immer bei Westwing nachshoppen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!